Hallo und herzlich willkommen beim Privatjahresrückblick 2018. Ich lade Sie ein bisschen mit mir hier über den Bozner Christkindlmarkt zu schlendern. Wir blicken zurück auf ein spannendes, bewegendes Jahr, auf interessante Gespräche mit interessanten Gästen. Den Anfang machte im Januar Barbara Pizzinini, Managerin des Jahres 2017 und Leiterin der Sozialgenossenschaft EOS. Ich habe dann durch das Studium, das ich in Brixen beendet hatte, musste ich irgendwo ein 3 Stunden Praktikum machen. Und das Villa Winter hat mich immer schon interessiert. Also Wohngemeinschaft, damals hat man sie für schwer erziehbare Jugendlichen noch geheißen. Das war einmal sozialpädagogische. Und irgendwie bin ich da als Praktikant eingestiegen. Sie haben mich auch gleich nachher gefragt, ob ich da weiterarbeiten wollte. Habe mich dann entschieden, ins begleitete Wohnen für die älteren Jugendlichen da nochmal, habe ein Jahr lang ehrenamtlich so mitgearbeitet, wo ich konnte. Mhm. Und habe es dann übernommen, insgesamt als Geschäftsführung, ich glaube 2004, so in die Richtung. Und da waren mir damals so 10 Leute. Mhm. Jetzt sind wir 130, ja. Wahnsinn. Du hast dich also voll da reingehängt. Und dann ist aber auch parallel dazu, ich weiß es nicht, deswegen die Frage, etwas passiert, was jetzt zu der Lebensgeschichte vielleicht ein bisschen passt. Du hast dich dann von deinem Mann getrennt. Das heißt, ihr lebt nicht mehr zusammen. Nein. Geht das nicht, dass man eine, weil du hast ja gesagt, du hast studiert, du hast eine Familie gehabt, du hast als Praktikum gemacht. Irgendwann muss man sich für irgendwas entscheiden? Oder sehe ich das falsch? Nein, also ich glaube, heutzutage haben wir wirklich die Möglichkeit, auch nicht mehr unter einem Dach zu leben, obwohl man natürlich das jetzt heiße ich es mal ganz plakativ, Projekt der 2 Kinder trotzdem miteinander weiterführen kann. Also es ist sehr viel Respekt da, man sieht sich, er geht bei mir ein und aus, er sieht die Kinder, also wir sind gute Freunde, aber es passiert halt manchmal, dass man sich auseinanderlebt. Aber es auch das kann ganz gemütlich gemacht werden und nicht immer in so einer ganz schwierigen Geschichte. Auch da sich selber vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Unbedingt, weil dann natürlich gibt es immer wieder Verletzungen und es gibt Geschichten, die einem nicht gefallen. Und auch da muss man einfach von beiden Seiten, es funktioniert nur, wenn beide mitmachen und wenn man sagt, so jetzt setzen wir uns auf den Tisch, schauen wir, wie können wir es machen, wie können wir es mit den Kindern machen, die auch mit einbeziehen, ganz ehrlich sagen, was los ist und ihnen dann beweisen, Tag für Tag, dass es so auch gut geht. Klingt immer so einfach, ne? Ist es dann am Ende ja, es ist nicht viel Arbeit. Es ist nicht so schwierig, wenn man sich jeden Tag wieder darauf konzentriert, was jetzt das Ziel ist der Sache. Mhm. Es ist viel Arbeit, das ja. Mhm. Mhm. Und das Schicksal muss es schon ein bisschen gut mit einem meinen. Also das, wenn du jetzt mehrere herbe Schicksalsschläge erlebt hättest, würdest du dann das auch machen, was du heute machst? Also angenommen, das Leben hätte dir übler mitgespielt, als es das getan hat bis jetzt. Wenn ich mit dem gleichen Bewusstsein da sitzen würde, dann wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Also ich muss auch zugeben, man ist ja wirklich verwöhnt. Ich lebe in einem Paradies. Ich brauche mir nur die Welt anschauen, einige hunderte Kilometer in jede Richtung, da sieht es ganz anders aus. Also wir sind wirklich, wirklich verwöhnt und deswegen sage ich auch, müssen die Sachen auch richtig verteilt werden. Barbara, sprechen wir ein bisschen über das, was du gerade machst. Wir haben da ein paar Videobilder vorbereitet, die werden wir uns jetzt anschauen. Auf unserem Monitor hier können wir uns das ein bisschen näher anschauen, was du alles machst. Also da gibt es einmal den Binterbichl als eines von vielen lokalen Gastronomiebetrieben, die EOS betreibt. Dann gibt es die Villa Sommer, es gibt die Villa Winter, es gibt die Werkstätten, es gibt die Flüchtlingsbetreuung, ein Heim in Brixen, soweit ich weiß. Wir schauen uns die Bilder an und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was EOS jeden Tag macht. Ja, ich erzähle es so im Allgemeinen. Bitte. Also ich habe irgendwo angefangen und hatte diese Wohngemeinschaft für diese Jugendlichen. Und ich musste deren Leben ja füllen. Irgendwie. Die waren bei mir untergebracht, aus welchen Gründen auch immer, schwierige Kinder. Und dann muss man irgendwo für die Realität aufbauen. Das funktioniert nur im Netzwerk. Im Netzwerk ist es aber ganz schwierig oft, gerade in der Arbeitsintegration. Ich erinnere mich, die ersten Jahre, da waren Ex-Jugoslawien, die ganzen Flüchtlingsjugendlichen, die haben wir Misna geheißen, Minori Stranieri Non Accompagnati,
Also das sind diese Flüchtlinge, die nicht begleitete Minderjährige. Und für die mussten wir ja was aufbauen. Dann habe ich angefangen, in Unternehmen rumzuwandern in Bruneck. Wir waren ja nur in Bruneck in der Zeit. Die haben dann nach dem dritten Mal, wo wir hatten nicht viel Erfahrung wie Albaner Jungs, da gab es dann auch Streitereien. Ich habe oft mal eine abbekommen oder das war ja dann auch ganz schwierig. Nach dem dritten Mal, wo wir in einem Unternehmen waren, haben die gesagt, bitte Leute, lasst uns in Ruhe mit diesen Kids, es geht nicht, wir würden gerne, aber es geht nicht. Da habe ich mir gedacht, irgendwo, die müssen ja arbeiten. Zur Schule können sie nicht. Dann habe ich dieses Mochaccino aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, dann muss ich mir halt selber Arbeit verschaffen und denen Arbeit geben. Das habe ich dann mit einer Erziehungsmaßnahme so angefangen. Und dann war es das, was du selber als Kind und Jugendliche gemacht hast, Gastronomie. Ja. Und das funktioniert? Gastronomie ist eines von mir aus der lustigsten und der effektivsten und effizientesten Therapien, die man mit Jugendlichen machen kann. Warum? Weil sie immer vor dem Schaufenster stehen, weil es nicht von den Pädagogen und Psychologen und denen, die eh schon nerven oder die eh schon hinten dran sind, passiert, sondern mit auswärtigen Leuten, die zum Café kommen, weil sie das Feedback sofort bekommen, wenn sie unfreundlich sind oder wenn sie freundlich sind. Die merken dann ganz schnell, wenn ich freundlich bin, den Kaffee ordentlich hinstelle, den Löffel auf der rechten Seite und Zucker, wie es sich gehört, dann kriege ich wahrscheinlich eher ein Trinkgeld als... Und das sind so kleine Geschichten, die so schnell passieren, auch unterbewusst, die aber so prägend sind. Man muss die Details kennen, man geht nicht ohne irgendwas mitzunehmen wieder zurück an die Theke, sondern man lernt, man nimmt gleich den Lappen mit, man putzt den Tisch ab, man stellt das rauf. Also fängt man auch an, irgendwo Organisationsdenken zu entwickeln und das macht viel aus mit denen, das macht bei denen viel aus. Aber dann gibt es natürlich auch die das nicht können. Ja, deswegen haben wir dann weitere Projekte eröffnet, also wirklich mit Handwerk. Wir haben mittlerweile die Instandhaltung der Radwege Pustertal, Eisacktal und Wipptal, was mir sehr gut gefällt, weil man dann ja wirklich auch vom Ort her, zum Beispiel in Brixen jetzt durch die Flüchtlinge, die Leute an der Radwegstrecke einsetzen kann und im Pustertal dafür andere. Wir haben natürlich Vorarbeiter, die das dann machen. Besondere Leute, sage ich jetzt einfach, Flüchtlinge, Minderjährige oder auch Menschen, die einfach Invaliden sind, mitgehen. Und im Hintergrund haben wir dann Pädagogen und Erzieher und Psychologen, wenn es wirklich notwendig ist, die dann eingreifen können. Eingreifen. Das heißt am Ende, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, es geht darum, den Menschen, um die ihr euch kümmert, mit 130 Mitarbeitern, 6,5 Millionen Euro Umsatz macht das Unternehmen, also die ganze Gruppe an Genossenschaften mittlerweile, eine Beschäftigung geben. Darum geht's. Ich muss was zu tun haben. Es geht darum, Menschen selbstständig und autonom zu machen. Okay. Stückchenweise. Also zuerst mit Vorgehen, dann mit daneben stehen und dann mit hinten nochmal dran stehen und dann vom Weiten nochmal kurz begleiten. Wir müssen das in unserer Gesellschaft einfach schaffen. Man braucht nur in die Natur reinzuschauen. Das ist die Aufgabe, die Eltern mit Kindern haben. Das ist in der Tierwelt so, das ist bei uns so. Also selbstständige Kinder in die Welt zu entlassen, ist unsere Aufgabe. Mit aller Liebe, mit allen. Ich stehe jetzt hier an einem der Standeln am Bozner Christkindlmarkt und zwar ist das die Emilia aus dem schönen Grödnertal. Und das hier sind jetzt nicht irgendwelche chinesischen Plastiksachen, sondern das ist wirklich Kunsthandwerk. Ja, das ist Kunsthandwerk aus St. Ulrich. Wunderbar. Das ist handgemacht und handbemalt. Handgemacht und handbemalt. Ich danke Ihnen, Emilia. Jemand, der sich mit dem Kaufmännischen, das hier sicherlich auch gefragt ist, am Bozner Christkindlmarkt besonders gut auskennt, ist Georg Oberauch. Er war im März zu Gast in Privat. Ja, es war also circa 20 Jahre, nachdem ich im ehemaligen Sportler Witting meine Lehre abgeschlossen habe, dass mir die Seniorchefin den Betrieb angeboten hat. Und das habe ich sehr gerne angenommen. Es war für mich eine ehrenvolle Herausforderung. Das Schwierige war, dass ich zu meinen Lehrmeistern gekommen bin und ihnen sagen musste, wir gehen jetzt nicht diese Richtung, sondern diese Richtung, weil ich will die Firma im Erfolg weiterentwickeln und nicht, dass sie stehen bleibt. Und das war eine spannende Herausforderung, die für mich, aber auch für meine ehemaligen Lehrmeister sicher nicht einfach war. Aber das heißt, du hast es von deinen Eltern gelernt, die Kunst des Handelns.
Ja, also ich glaube, dass es gibt einen Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ja. Und der hängt teilweise mit Genen zusammen, aber hängt auch sicher mit Erziehung zusammen. Wir sind in einer Kaufmannsfamilie aufgewachsen und automatisch, auch wenn unterschieden wird zwischen Privat und Beruf, bekommt man doch einiges in die Wiege mit und man wächst so mit dem Betrieb mit. Und vieles, was für andere vielleicht Fremdwörter des Handels sind, war für mich schon etwas, wo ich hineingewachsen bin. Und da bin ich sicher meinen Eltern sehr dankbar, die mir sehr viel vorgelebt haben. Von Werteorientierung, aber auch von einer bestimmten Methode kaufmännischen Handelns, von der Kraft eines Familienbetriebes, der wir ja sind und der wir bleiben wollen. Und das ist etwas sehr, 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 sehr Schönes. Und du warst da sehr erfolgreich in dem, was du gemacht hast. Und wenn man das im Handel oder als Unternehmer sein will, dann muss man auch einmal hart sein können. Man muss gut rechnen können, nehme ich an. Und man muss auch manchmal unliebsame Entscheidungen treffen. Wie passt das mit dem, was du vorhin mit dieser kirchlichen Gesinnung oder darüber gesagt hast? Wie passt das zusammen? Also wie kann ein Mensch, der religiös gläubig ist, gleichzeitig ein erfolgreicher Unternehmer sein? Für mich nicht ganz stimmig. Ja, ich weiß, dass da sehr viele Leute Schwierigkeiten haben, auch Leute, die mich kennen. Und ich persönlich sage, das ist für einen Unternehmer auch eine ständige Gratwanderung. Wie verhalte ich mich unternehmerisch und wie verhalte ich mich christlich? Aber das ist für jeden Menschen und für mich halt noch viel mehr. Ich versuche, das, was ich tue, sehr gut zu reflektieren und zu machen. Und die Leute, die mich näher kennen, die wissen, dass ich ein sehr sensibler und eher ein weicher Typ bin und nicht ein harter Typ. Natürlich gibt es Phasen im Unternehmen, wo man hart sein muss. Aber ich vergleiche das immer mit dem Bergsteigen. Als Unternehmer muss ich mir klare Ziele setzen. Ich muss wissen, was ich will. Das gilt auch für die Familie, das gilt für jeden anderen Bereich, wenn ich erfolgreich etwas gestalten will. Und wenn ich auf einen Berggipfel will, oftmals auch mit schwierigen Routen, in den jugendlichen Jahren war ich ja auch als Extrembergsteiger unterwegs, dann gehört ein bestimmter Kampf und eine bestimmte Härte dazu. Ich muss auch ein schlechtes Wetter oder ein Gewitter in Kauf nehmen. Und wenn man jetzt mich mit Härte in Verbindung setzt, dann könnte das ein irreführender Begriff sein. Ich glaube, das ist eher mit einem bestimmten Kampfgeist. Mein Lebensmotto heißt ja auch Kampf und Kontemplation. Und so eine bestimmte kämpferische Natur, wenn ich mir ein Ziel setze, dann kämpfe ich dafür, das Ziel zu erreichen. Das ist sehr wohl in meinem Charakter geprägt. Und da sind natürlich auch manchmal Mitarbeiter, die dann oft mal Schwierigkeiten haben, wenn man sagt, so jetzt auf den Gipfel gehen wir hinauf, auch wenn schlecht Wetter ist. Ne? Das verstehe ich. Aber grundsätzlich bin ich sicher nicht ein harter Unternehmer, der jetzt mit dem eisernen Griff etwas durchsetzen will, sondern ich habe mich auch immer wieder auf die Stärke von Menschen vertrauen gelernt und auch vertraut. Die Gruppe, mit der ich das Unternehmen aufgebaut habe, hat ja Sportler-Team geheißen. Und in diesem Begriff steckt eine Philosophie, dass ich persönlich weiß, dass ich bestimmte Talente habe, die ich weiterentwickeln konnte und weiterentwickeln darf, dass ich aber selber nicht große Ziele erreichen kann, wenn nicht andere Leute neben mir und mit mir zu diesem Ziel Ja sagen. Und der Erfolg meines unternehmerischen Wirkens ist nicht mein Erfolg, sondern der Erfolg von vielen tüchtigen, verlässlichen Mitarbeitern, die auch so wie ich im Unternehmen ihre Talente entfaltet haben. Kommen wir noch einmal zurück auf die Karriere. 1977 hast du mit deinem Bruder Heiner, der später dann die Sportartikelfirma Saleva und anderes mehr aufgebaut hat, die Firma Sportler gegründet. Da warst du, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, gerade mal 22 Jahre alt. 21, ja. Und hat der Vater gesagt, das machst du jetzt einfach? Oder wie kam das? Ja, der Vater hat uns von klein auf immer großes Vertrauen geschenkt und auch in dieser Sache. Er hat uns Zuarbeit geleistet, aber dann mit der Eröffnung ist er weg gewesen. Er war natürlich immer als Berater da, aber er gehörte nicht zu diesen Vätern, die immer das letzte Wort haben wollten oder die uns sagen wollten, was wir zu tun haben, sondern er hat uns vertraut. Wir haben am Anfang unheimlich viele Fehler gemacht, aber wir haben eine große Begeisterung gehabt. Mhm. Und ich weiß, der Vater hat sicher manchmal gelitten drunter, aber er hat immer vertraut, wer nicht Fehler macht, der lernt nicht. Und wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt. Und in dieser Philosophie hat er uns losstarten lassen
Und zum Glück haben wir mehr richtig gemacht als Fehler. Und deswegen ist die Firma gewachsen. Aber noch einmal, sie ist auch gewachsen dank sehr tüchtiger und wertvoller Mitarbeiter und Menschen. Und Glück braucht man auch ein bisschen. Glück braucht es auf jeden Fall. Aber es braucht auch klare Ziele. Es braucht eine Klarheit im Kopf. Meine Erfahrung ist, das, was ich im Kopf gut durchdacht habe, das, was ich mir klar als Ziel definiert habe, das verwirklicht sich oft von allein. Mhm. Zurück zu dir. Hochzeit mit Karin Rössler, 4 Kinder, Elisabeth, Margaret, Jakob und Heiner. Ich hoffe, die Reihenfolge stimmt. Wir sehen da ein Familienfoto. Jakob ist heute der Firmenverantwortliche bei Sportler zusammen mit seiner Schwester Elisabeth, die sich um die Personalentwicklung kümmert. Es geht da um 22 Filialen in Italien, Österreich und natürlich Südtirol. Ein Onlinehandel, Shops, Salewa-Shops in Predazzo und in Bozen. Ich hoffe, ich habe jetzt das Wichtigste aufgezählt. Der Jakob hat in einem Interview mal gesagt, er wundert sich selber darüber, dass du ihm von heute auf morgen den Schlüssel für das Unternehmen gegeben hast und ihm auch in die Entscheidungen nicht mehr hineingeredet hast, es sei denn, habt dich um Rat gefragt, dann schon. Wie macht man sowas? Kann man das einfach loslassen? Also es ist für mich auch ein sehr überlegter, meditierter Schritt gewesen, das Macht abgeben. Es ist für viele nicht leicht. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass sehr viele Familienunternehmen, die Väter und Mütter, den Fehler machen, dass sie nicht die Macht abgeben können. Sie wollen sehr wohl, dass die Kinder das weiterführen, was sie aufgebaut haben, aber sie wollen dann immer entscheiden und alles dirigieren. Und ich habe gesehen, dass sehr viele Familienunternehmen auch deswegen zugrunde gehen. Ich habe auch darunter gelitten und deswegen war das für mich auch ein ganz bewusster Schritt, den übrigens auch mein Vater bereits vorgelebt hat, dass es eine Kultur ist, dass mein Sohn sich gut vorbereitet hat, dass ich wusste, er hat Talente, da kann ich ihm vertrauen, dass er die sehr gut weiterentwickelt und dass für mich das Verantwortung abgeben, das Macht abgeben eigentlich ein sehr wertvoller, gut durchdachter, aber auch positiver Schritt war. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Spundis davor gehabt, aber im Nachhinein war es sogar für mich auch ein befreiender Schritt. Mhm. Natürlich muss ich sagen, ich habe das Glück, dass ich Kinder habe, die alle unheimlich tüchtig und talentiert sind und die bereit sind, Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Und auch der Jakob führt das Unternehmen exzellent weiter. Also ich kann heute mit Stolz sagen, dass er es besser macht, als ich es gemacht habe. Nochmal zurück zum Thema Handwerk auf dem Bozner Christkindlmarkt. Das ist die Sieglinde und die Sieglinde strickt Handschuhe für? Für arme Kinder. Ehrlich? Ja, ehrlich. Für einen guten Zweck sozusagen? Für einen guten Zweck. Ich verschenke sie nachher. Diese verkaufe ich und diese verschenke ich. So kann man auch die Zeit auf dem Bozner Christkindlmarkt verbringen. Sieglinde, großes Kompliment. Wir kommen zum Monat April im Privatjahresrückblick. Dort war zu Gast Bernd Gensbacher. Wenn man als Arzt nach Amerika geht, muss man den amerikanischen Arzt gleichgestellt sein. Das heißt, man muss die Prüfungen, die der amerikanische Arzt gemacht hat, auch machen. Mhm. Und die zweite Information, die vielleicht interessant ist für Sie, ist, dass 90% der Europäer, die in die USA gehen, um an Universitäten zu arbeiten, Forschung machen. Also diese Möglichkeit nicht haben. Ich wollte unbedingt klinisch arbeiten und habe mir schon früh im ersten und zweiten Jahr, obwohl ich nicht gut Englisch sprach, Zeitschriften bestellt aus Amerika mit viel Bildern drinnen und habe so angefangen zu lernen und habe zeitgleich das ECFMG mit dem österreichischen Staatsexamen gemacht. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mich drüben zu bewerben und als Arzt in einer Klinik zu arbeiten. Das war die Universitätsklinik der Universität von Pennsylvania. Ist das richtig? Richtig, das ist in Philadelphia. University of Pennsylvania ist eine Ivy League Universität. Das sind die 10 besten Universitäten. Die Art und Weise, wie man sich bewirbt drüben ist, dass das alles ein zentralisiertes Matching-Programm ist. Man schreibt Universitäten an, wird dann von, ich habe 50 angeschrieben, 10 haben mir geantwortet und gesagt, ja, ich soll zum Interview kommen.
habe mich dann dort vorgestellt, ein Interview gemacht. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich nicht gut Englisch spreche. Und man macht dann ein Ranking, also wo ich die 10 gereiht habe. Und die Universitäten reiten ihre Kandidaten und es wird in einen Computer eingespeist. Und wo sich als erstes trifft, dort geht man hin. Und mein Match war University of Pennsylvania, was ja eine hervorragende Universität ist und ein Glücksfall für mich. Und was vielleicht für Sie noch interessant ist, im ersten Monat, man rotiert ja drüben jedes Monat bei der Ausbildung, rotiert man von einem Fach ins andere. Gastroenterologie, dann in den nächsten Monat Kardiologie, nächstes Monat dann Neurologie. Und so rotiert man das ganze Jahr herum. Also haben sich die amerikanischen Ärzte gedacht, was tun wir mit denen? Der spricht ja nicht gut Englisch. Dann haben sie mich das erste Monat in die Intensive Care Unit gestellt, weil die Patienten ja intubiert sind. Also auf die Intensivstation. Auf die Intensivstation und man musste nicht gut Englisch sprechen. Sie haben dann dort Ihren Facharzt für innere Medizin gemacht. Das war der erste von insgesamt 3, glaube ich. Richtig. Der zweite war dann Tumorologie, beziehungsweise dafür haben Sie sich eigentlich interessiert und sind dann aber beim Wistar-Institut gelandet, bei Carlo Croce, eigentlich ein Italiener, wenn ich richtig informiert bin. Der eine der Ursachen für Leukämie und Lymphome, beziehungsweise Lymphknotenkrebs erforscht hat. Da waren Sie dabei? Ja, richtig. Also ich habe im Facharzt für innere Medizin gemacht an der University of Pennsylvania und habe dann gemerkt, weil ich ja da erst das Feld der Medizin richtig kennengelernt habe, dass mich Tumorimmunologie interessiert. Und ich habe gewusst, wenn ich will zu den besten Kliniken gehen, dann muss ich einen Wettbewerbsvorteil haben. Also habe ich zuerst Allergie und Immunologie Facharztausbildung gemacht an der University of Pennsylvania, weil das die Universität war mit einem am meisten immunologie-gewichteten Programm. Und es dauert 3 Jahre. Und im dritten Jahr habe ich die gebeten, ob ich rübergehen kann im Wistar-Institut. Das ist ein Forschungszentrum, wo man hauptsächlich Krebs erforscht. Ist auf der anderen Straßenseite. Und Carlo Croce war ein Opinion Leader. Das war der bekannteste Forscher auf dem Gebiet der Leukämie und Lymphom, weil er eine der Ursachen für Lymphomerkrankungen, also die Ursache für das follikuläre Lymphom gefunden hat. Und zwar war da eine Translokation zwischen 2 Chromosomen, die die Krankheit dann verursacht. Also der war das ein unheimlich gewichtiger, interessanter Mann. Und das war dann die Ursache, dass ich mich dann im Memorial Hospital in New York habe bewerben können und gesagt, hallo, ich habe die Ausbildung beim Carlo Croce, ich kenne mich in molekularer Medizin und molekularen Methoden aus, ihr könnt mich nehmen. Sie sind dann nach New York gegangen ans Sloan Kettering Memorial Hospital, die führende Klinik für Krebsbehandlung weltweit, haben in einer Gruppe rund um Eli Gilboa, einem israelischen Mediziner, gearbeitet und zwar kommt da jetzt das Thema, wo Sie ja weltweit eigentlich für Furore gesorgt haben. Soweit ich weiß, sind Sie einer von 3, die damals publiziert haben zu diesem Thema. Es geht um genetische Krebstherapie. Das heißt, man verändert Gene, um Krebs zu heilen, Herr Professor? Nein, nicht. Man verändert nicht Gene, man verändert das Genom. Ja, das ist so. Eli Gilboa hatte gerade die Ausbildung fertig gemacht beim Nobelpreisträger Baltimore, ist dann zum Memorial Hospital gekommen. Und im Memorial Hospital, wissen Sie, ich bin ja reingekommen als einer von 15, der zugelassen wurde, die Facharztausbildung zu machen. Und ich habe gewusst im ersten Jahr schon, ich muss mir ein Gebiet auswählen, wo ich einen Wettbewerbsvorteil vor den anderen 15, 14 habe, die mit mir in der Gruppe sind, weil nur einer von den 15 eine Stelle im Memorial Hospital bekommt, die anderen müssen gehen. Also habe ich mich mit Carlo Croce und seinen Freunden unterhalten und die haben mir gesagt, pass auf, da ist gerade ein Forscher gekommen, der heißt Eli Gilboa, red mal mit dem. Der hat die Methode entwickelt, wo man Viren aufschneiden kann, genetisches Material hineinkleben kann, den Virus wieder zumacht und der Virus kann dann über Rezeptoren an der Zelloberfläche, die er bindet, Viren gibt es ja seit Millionen, Milliarden Jahre, bringt er dann das genetische Material ins Zellinnere und damit kann man Gentransfer machen. Also bin ich zum Eli Gilboa gegangen,
habe ihm gesagt, ich will Viren aufschneiden. Nein, ich habe ihm gesagt, hallo, ich war mit Carlo Croce, ich habe dort die Grundlagen der molekularen Medizin gemacht, ich habe Ausbildung in Tumorimmunologie, möchte bei Ihnen arbeiten. Hat er gesagt, ja, eigentlich nehme ich nur Leute, die ein PhD haben, also die reine Forschung machen, nicht Mediziner. Aber probieren wir mal. Schauen wir mal, es schaut motiviert aus. 6 Monate in einem Nebenlabor, ich war ganz allein in dem Raum, hat er mir 6 Monate lang kleine Projekte zugeteilt und nach 6 Monaten hat er gesagt, okay, come over. Und dann war ich ein Teil seiner Gruppe. Und dann, was wichtig ist, wir waren eine von 3 Gruppen, die weltweit als erstes publiziert haben, 1990, dass man Gene verwenden kann, um im Mausmodell, Tiermodell, Krebs zu heilen. Weil jede Krebskrankheit ist ein Defekt, ist jede eine Gen. Jede Krebskrankheit hat Mutationen oder Translokationen im Genom. Okay? Das heißt, der Textbuch der Erbsubstanz hat Schreibfehler drin. Und deshalb verhält sich die Zelle nicht mehr so, wie sie sich verhalten sollte, weil der zentrale Computer nicht funktioniert. Bernd Gensbacher, ein Mann, dem man noch viel länger zuhören könnte. Edith Niederfrieniger ist die nach wie vor erfolgreichste Triathletin unseres Landes. Vor einigen Jahren hatte sie leider einen schweren Schicksalsschlag zu überwinden. Und zwar einen schweren Unfall, bei dem sie beinahe ums Leben gekommen wäre. Und dieses Jahr hat sie beschlossen, zum ersten Mal darüber in den Medien zu sprechen. Und zwar in Privat im Mai. Also das sind solche Momente, wo einem dann bewusst wird, dass wir zwar sehr vieles kontrollieren können in unserem Leben, aber halt nicht immer alles. Also wir waren wirklich in der falschen Sekunde am falschen Ort. Und wenn ich Sekunde sage, dann meine ich das auch so. Denn hinter uns war ein anderer Radfahrer noch unterwegs. Er hat sich 10 Meter hinter uns befunden und hat auch den Unfall dann mitbekommen. Wer mit dem Rad unterwegs ist, weiß, was 10 Meter, da handelt es sich wirklich um 1-2 Sekunden auf einem Rennrad. Und er hat keinen Kratzer abbekommen. Und natürlich fragt man sich da danach, wieso wir, wieso dort, wieso waren wir dort, hätten wir nicht mal irgendwo anhalten können. Es gibt 1000 Fragen. Nur irgendwann muss man aufhören, sich diese Fragen zu stellen, denn es gibt ja keine Antworten darauf. Ich bin nicht gerade ein sehr gläubiger Mensch, also natürlich habe ich einen Glauben, aber eben ein bisschen so auf meine Art und deshalb gibt es für mich eigentlich nur die Erklärung des Schicksals. Wenn es zuschlagen will, dann kann es jeden von uns treffen, wie auch immer. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr schwere Schicksalsschläge unverantwortet zu tragen haben. Und jeder muss auch seinen eigenen Weg finden, wie er da irgendwie diese Sachen verarbeitet. Da ist auch wieder jeder anders. Du bist nach der ersten OP aufgewacht. Es waren 8 Knochenbrüche, die du dir zugezogen hast, schwere innere Verletzungen, unter anderem ein offener Unterschenkelbruch, der aufgrund einer sehr hohen Infektionsgefahr besonders gefährlich war. Es waren allein 2 OPs notwendig, um diese Wunde zu säubern. Spürst du das nach wie vor, das Bein? Ist das noch da? Es ist ganz komisch zu beschreiben. Ich kann nicht von Schmerzen sprechen, aber es ist ein kontinuierliches Gefühl einer starken Kompression da. Da auch Muskelgewebe verletzt und entfernt wurde, habe ich natürlich sehr starke innere Narben. Und sei es beim Gehen, als beim Sitzen, als beim Laufen, der Muskel arbeitet nicht mehr sauber. Die Muskelfasern sind verklebt und es ist alles so irgendwie ein starker Druck in meinem Bein drin. Aber ich bin zufrieden. Ich muss es so annehmen und das mache ich auch, denn ich hatte wahnsinniges Glück. Ich könnte das Bein verloren haben bei dem Unfall. Ja. Ich könnte querschnittsgelähmt sein. Also ich bin ja soweit wieder sehr, sehr gesund und kann vor allem auch wieder Sport machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch im Genesungsprozess, über den wir noch ein bisschen sprechen werden. Du warst zum Glück privat versichert, hast du mir erklärt. Das ist wirklich so in Südafrika, dass du mit der Kreditkarte nach jeder Behandlung
hier erscheinen musst und sonst geht nichts weiter? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also das klingt wie ein Witz. Wer vielleicht in den Vereinigten Staaten unterwegs war oder wer auch in Südafrika unterwegs war, der weiß, wenn man dort nicht eine private Versicherung hat, dann kann es schon mitunter vorkommen, dass man mit relativ schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, in ein öffentliches Krankenhaus eingeliefert wird und nicht gleich die Top-Versorgung bekommt. Und bei mir war das so, dass ich privat versichert war und zudem hatte ich noch ein Armband, wo Telefonnummer, Kontaktdaten meines Vaters, meiner Eltern und Blutgruppe, eine medizinischen Daten eingraviert waren. Und das hat mir mit Sicherheit, ich würde sagen, fast das Leben gerettet. Das heißt, ich wurde in ein Privatkrankenhaus gebracht. Ich war ja bewusstlos, konnte nichts selber irgendwie noch entscheiden und wurde dort wirklich top versorgt. Aber wie du es angesprochen hast, ich unvorstellbar, jeden Tag, ich war dort ein bisschen über 2 Wochen in diesem Krankenhaus, musste ich meine Kreditkarte zücken und die Behandlung des Tages zahlen. Und ja. Gott sei Dank, alles gut ausgegangen. Ja. Hast du das immer mit, dieses Armband? Auch seitdem noch? Ja. Wo alles draufsteht? Ja, also das Armband, das habe ich immer da ist es. An. Und wenn man unterwegs ist, ich finde jetzt einfach, das ist für jeden Sportler, vor allem wenn man mal alleine unterwegs ist, das kann lebensrettend sein. Kontaktdaten und auch die ersten Hilfeleister, das, bei uns das Weiße Kreuz in Südtirol leistet ja super Arbeit, aber das kann auch für das Weiße Kreuz eine Riesenhilfe sein. Erstaunlich war die Anteilnahme weltweit, hast du mir erzählt. Du hast viele E-Mails und SMS bekommen und das war, hast du auch gesagt, teilweise fast schon lästig. Das heißt, es ist irgendwo schön zu erfahren, dass es Menschen gibt, die mit einem leiden, vielleicht weniger, aber die zumindest an einen denken und einen unterstützen. Aber es ist genauso auch anstrengend. Ja, also es war unvorstellbar. Ich habe E-Mails und SMS und über alle möglichen sozialen Kanäle Nachrichten bekommen, tagtäglich mehrere Hunderte. Und es war natürlich für mich so, dass ich, als ich von Südafrika zurückgekommen bin, nach Hause, dass ich sehr viel aufzuarbeiten hatte, sei es noch Verletzungen. Ich habe ja immer noch, bin ich teilweise im Krankenhaus unterwegs, und dann natürlich auch mental sehr viel aufzuarbeiten hatte. Und irgendwann bin ich einfach an den Moment gekommen, da muss ich alles abblocken. Also die Anteilnahme hat natürlich geholfen, aber es war dann einfach irgendwann zu viel. Es hat mich an meinem Heilungsprozess, sei es körperlich als psychisch, gehindert dann. Du hast auch einen dir sehr lieben Menschen bei diesem Unfall verloren, Linda, an die wir an dieser Stelle ganz kurz denken wollen. Aber ich glaube, das Schwierigste war für dich selber wieder ein wertvolles oder lebenswertes Leben zu finden. Das war wirklich, da warst du am Boden zerstört, oder sehe ich das falsch? Aufgrund des Verlustes, aber auch dessen, was dir passiert war, es bricht plötzlich alles über dir zusammen, was dir wichtig war. So muss sich das anfühlen, oder? Ja, das war auf jeden Fall so. Und es war jetzt heuer im März, 3 Jahre her. Ich nage natürlich noch daran. Also da brauche ich gar nicht herumzulügen oder irgendwas. Aber natürlich war vor allem das erste Jahr, das zweite Jahr, ich war schon sehr tief unten, auch mental natürlich. Es war für mich das erste Mal, dass ich einen so nahestehenden Menschen verloren habe. Und man hat viele Pläne, viele Zukunftspläne auch verloren. Du musst dein Leben neu organisieren. Ja, auf jeden Fall. Und der Sport, und damit kommen wir ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gesprächs, der dich dein Leben lang begleitet hat, ist auch jetzt die beste Medizin? Ja, ja eindeutig. Also wie ich vorher schon in einem anderen Zusammenhang gesagt habe, jeder muss für sich selber immer den besten Weg finden, für welches Problem auch immer. Für mich war und ist immer noch der Sport mit Sicherheit die beste Medizin. Und ich würde es sogar so sagen, dass es mir sehr geholfen hat, auch wirklich nicht in eine Depression zu fallen.
Schauen Sie mal, was es alles gibt auf dem Christkindlmarkt. Sogar Bio-Würzgeheimnis mit ganz besonderen Kräutern drin. Apropos Kräuter, damit kennt sich vor allem einer aus, Gottfried Hochgruber. Er kann, ohne zu übertreiben, als Kräuterguru bezeichnet werden. Er war im September zu Gast in Privat. Ich habe ganz wenig Kurse besucht. Ich habe sofort Zusammenhänge verstanden, was ich tun muss. Wie denken Menschen? Und das hat, da haben mir ganz viele alte Leute geholfen. Das waren alte Leute, die eine zugekocht haben, wie sie oft gesprochen haben, und die haben oft lange zugekocht. Und die haben mir erzählt, das und das haben sie früher gemacht. Na, das von früher kannst du heute nicht mehr übernehmen, weil wir leben auch in anderer Zeit heute wie früher. Wir haben viel einen höheren Stressfaktor heute, was wir Stress bezeichnen, wie früher. Und ich habe versucht, dann diese Materie umzubauen auf die heutige Zeit. Das musst du mir genauer erklären. Das heißt, du bist zu den Bäuerinnen gegangen, auf den Bauernmarkt oder irgendwo hin? Überall miteinander. Und es ist so, früher haben die Leute einen Tee getrunken. Ja. 3 Wochen Tee getrunken und das hat geholfen. War top. Heute haben wir das Problem, es trinkt keiner mehr 3 Wochen Tee für die Heilung. Der braucht morgen schon wieder. Das Problem ist, ein Geier einmal in den Griff kriegen. Mhm. Nicht in den ersten 3 Wochen. Obwohl das die bessere Lösung wäre, die 3 Wochen. Aber die Zeit ist halt nicht mehr da. Mhm. Und dann haben wir angefangen, das in Essenzen, in Tinkturen zu machen, wo der Alkohol schneller übers Blut läuft. Das heißt, ich habe verstanden, es muss eine schnellere Heilung her. Mhm. Eine konzentriertere Heilung her. Und so bin ich ungefähr angedockt auf die Schulmedizin. Mhm. Das heißt, die sind auch auf haben den Stoff konzentriert, auf, dass er sofort wirken kann. Mhm. Und nicht eine langfristigere, obwohl die langfristige Lösung die bessere wäre für den Körper. Okay. Und angefangen hast du mit Kräutersalz. Genau. Wie kam das? Warst du das noch? Ist ganz einfach. Bei mir war es so, dass man muss ja von irgendwas dann leben auch. Das ist schon mal ganz logisch. Und die Kräutersalz ist so, ich bin dann auf den Bauernmarkt gegangen und habe geschaut, was verkaufen die Bäuerinnen. Mhm. Ganz einfach. Das war für mich der erste Schritt überhaupt. Und dann bin ich hergegangen und dann gesehen, die verkaufen Kräutersalze, gemischte Kräutersalze in der Dresden. Und dann denke ich, wenn ich da als Kunde bin, ich kaufe gleich eins. Und dann habe ich verstanden, dass ich die Salze einzeln mache, alle. Mhm. Und zwar alle im Frischzustand und einzeln. Und dann habe ich ein Brennnesselsalz zum Beispiel für den Eisenhaushalt. Ein Löwenzahn, was mir die Leber anregt. Und das so habe ich dann den Leuten erklärt. Und dann haben sie halt 5 gekauft statt eines. Das war eigentlich. Aber konntest du da irgendwann davon leben? Genau. Von einem Hobby? Genau. Irgendwann, also irgendwann habe ich verstanden, die Leute verstanden dann. Und dann bin ich am Anfang in die Lebensmittelbranche eingestiegen und habe Säfte gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Und Dornhof, ja. Und dann bin ich langsam immer mehr in den medizinischen Bereich übergegangen. Mhm. Und in den heilenden Bereich übergegangen. Aber das Heilen für mich nicht unbedingt ein Wort ist, was mir liegt. Mhm. Ich bin kein Heiler oder irgendwas, sondern ich bin ein Mensch, der was jemand einen Stoff geben kann, was dem Körper anregt, sich die Selbstheilkräfte zu aktivieren. Mhm. Aber da reden wir von homöopathischen Dosen. Nein. Also Salz kann ja nicht so viel Brennnessel oder Eisenextrakt drin sein. Das, schon? Nein, ist so. In Salz ist so. Beim Salz ist es so aufgebaut, ist die einfachste Lösung und die beste Lösung, weil ich es jeden Tag brauche und nie überdosieren kann. Wenn ich immer wieder Brennnesselsalz nehme, werde ich nie eine Eisenunterfunktion kriegen. Das Problem ist immer, dass die Leute so lange warten, bis sie fertig sind und dann hätten sie sofort gern Eisen. Mhm. Aber ich muss so unheben zu leben, dass das Problem nicht auftaucht. Also langfristig etwas verändern. So, genau. Und zum Beispiel, ich bin dann verstanden, den Stoffwechsel, was wir immer bezeichnen heute, zum Beispiel, die Leute sagen ja, der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Da sage ich immer, der Stoffwechsel heißt nichts anderes, als du sollst die Stoffe wechseln. Und zwar beim Essen. Da bin ich allem das Gleiche oben eingeschiebt, kommt hinten das Gleiche raus. Da habe ich keinen Stoffwechsel. Früher haben sie den Stoffwechsel leicht gehabt, ohne Problem. Sie haben gegessen, was im Frühjahr war, was im Sommer war, was im Herbst, was im Winter war. Und so haben sie den Stoffwechsel gehabt. Im Winter haben die relativ einseitig gegessen und wenig gehabt. Mhm. Und da hat sie Frühjahrsmüdigkeit gegeben. Dann. Und sie haben im Frühjahr niemals entschlackt und entgiftet. Sie haben immer nur aufgebaut, regeneriert. Sie haben Kräuter gegessen, an Brennnessel, an Löwenzahn, an Kress gegessen, wo sie wieder Kraft gekriegt haben. Und sie haben regeneriert. Mhm. Und sie haben wieder Kraft. Heute essen sie das Ganze das Gleiche und sie sind das Ganze jammiert. Mhm. Sie haben keinen Stoffwechsel mehr. Mhm. Und diese Salzgeschichte, wir haben in der höchsten Zeit 70 verschiedene Salze produziert, von allem. Mhm. Und so habe ich immer einen Stoffwechsel. Ich wechsle immer ab, auch beim Essen, in eine andere Geschmacksrichtung, wie auch einen anderen Stoff. Okay.
Das heißt, die Abwechslung macht das Leben süßer und kann dann auch die Veränderung langfristig bringen. Oder das, was du sagst, trägt dazu bei, gesund zu bleiben oder gesunder zu leben. Aber wir haben ja auch vom Heilen, vom Bekämpfen eines Problems schon gesprochen. Mhm. Und wenn ich mir da umschaue, da stehen 1000 verschiedene verarbeitete Kräuter, Tinkturen, Dinge, die ich teilweise noch nie gehört und nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Was machst du mit denen? Das sind dann Stoffe, die für die Heilung brauchen. Okay. Das sind, die werden genau gezielt eingesetzt bei einem Problem. Mhm. Das ist gleich, wenn du eine Monheit an Aspirin hernimmst oder ein Medisys. Beide haben die gleiche Wirkung. Mhm. Das Medisys, die Salicylsäure, ist ja eigentlich das Aspirin von dieser Pflanze herausgezogen worden. Die haben beide die gleichen Eigenschaften. Wenn ich den Medisys-Tee trinke, geht er auch gut, aber wenn ich die Tinktur nehme, geht er schneller. Mhm. Für den Schmerz und so weiter. Das ist eigentlich das gleiche System von der Schulmedizin wie auch von der Naturheilkunde. Eigentlich die Schulmedizin kommt die ganze von der Naturheilkunde. Die erste Heilkunde war die Tierheilkunde, dann war die Volksheilkunde, dann war die Naturheilkunde und dann die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat nur Stoffe von der Pflanze rausgezogen und dann in Masse, in chemischer Form hergestellt. Mhm. Aber das Grundprinzip kommt dann immer noch von der Pflanze. Und das verkaufst du dann an Leute? Nein. Was machst du mit denen? Das war so, ich brauche viel für die Forschungen dabei zur Zeit noch. Aber wie es früher war, sind die Leute da gekommen am Hof, die wir ein Problem gehabt haben. Es war für alle kostenlos. Das heißt, das war auch ein Thema so, weil ich, mein innerstes Prinzip sagt mir, eine Krankheit darf niemals mit Geld behaftet sein. Weil wenn es mit Geld behaftet ist, dann verkaufe ich dir ja 5 Flaschen, verschiedene. Mhm. Aber wenn es kostenlos ist und keiner durfte nicht einmal eine freiwillige Spende geben, auch das war verboten. Also wenn es kostenlos ist, dann kann ich dem nur das geben, wo ich selber überzeugt bin, dass ich ihm helfen kann. Das heißt, wenn da einmal gekommen ist in der Früh, dann hat er halt gewartet, bis er dran kam, aber er hat nichts dafür gezahlt? Nein, keine Zeit. Und auch du hast noch was mitgegeben? Auch wenn er eine Stunde gesessen ist und auch noch was mitgegeben. Mhm. Aber das war auch mein Erfolg dann. Früh übt sich und wer einmal ein erfolgreicher Eisläufer werden will, braucht viel Geduld und viel Zeit. Er hat beides offensichtlich gehabt, denn er ist mittlerweile am Höhepunkt seiner Karriere als Eishockey-Manager. Die Rede ist von Dieter Knoll vom HC Bozen Südtirol und er war zu Gast im Oktober. Ich habe dann mit 7, 8 Jahren angefangen, Eis zu laufen. Wir hatten nämlich in der Familie, hatten wir immer schon ein Eishockey-Gen. Mein Großvater Georg war einer der ersten Präsidenten von Hockey Club Bozen. Dort hat man noch gespielt bei der Kohlrabahn und die Spieler haben als Prämie bekommen ein Frankfurter Würstel. Mein Großvater war Großhandel von Fleisch und eine Metzgerei in der Goethestraße. Und ich bin dann über zu meinem Vater, der auch ein Eishockeyspieler war, bin ich dann zum Hockey gekommen und hat mir dann Eislaufen gelernt. Und ich war 1963 dabei mit meinem Vater in der Romstraße, als wir der HC Bozen den ersten Meistertitel gewonnen hat. Dann sind es insgesamt 19 geworden, oder? Italienmeister. Wir sind 19 Italienmeister geworden, ja. Wahnsinn. Darüber sprechen wir noch. Bleiben wir noch bei dir, der Schulkarriere in Bozen, bei den Frenzi und dann Wirtschaft studiert. Anschließend mit Walter Steinmeier, Kurt Kerschbaumer und Anton Bichler die Interconsult eröffnet. Das waren damals Jahre, wo alles möglich war, oder? Diese 80er Jahre. Ja, also ich muss sagen, die Franziskaner, also Goetheschule, Volksschule, muss ich auch dankbar sein, hatte ich damals noch sehr gute Lehrer. Und Franziskaner-Gymnasium, das prägt einen. Also das heißt, man kriegt einen Horizont, man kriegt eine Kultur vermittelt, man ist dann nicht Fach ausgebildet, man muss etwas weitermachen, aber ich sage, ich möchte das nie missen. Einmal, weil man ein globales Wissen sich erreicht, angeeignet hat, aber dann vor allem auch die Freundschaften fürs Leben. Also meine heutigen besten Freunde sind immer noch aus meiner Schulzeit. Und das kann einen prägen. Damals, wie du richtig gesagt hattest, standen alle Wege offen. Wenn man ein Studium absolviert hatte, dann konnte man arbeiten in Südtirol. Man konnte aber, ich hätte auch könnte nach München gehen, ich hätte auch könnte nach Genua sozusagen gehen. Also das heißt, es gibt damals war für einen Absolventen wirklich
alles möglich und alle Wege standen einem offen, was heute leider nicht mehr so ist. Das heißt, heutzutage stehen wir auch als Südtiroler in einem internationalen Konkurrenzkampf, was auch die guten Jobs. Deswegen sage ich, das Wichtigste, was wir können heute unseren Kindern weitergeben, ist einfach eine gute Ausbildung. Und wenn ich dann noch einen zusätzlichen Auslandsaufenthalt machen kann, dort auch eine, von mir aus einen Master machen kann, und dann bin ich gewappnet für die Konkurrenz. Das heißt noch lange nicht, dass ich einen Job habe, aber ich habe einmal ein Curriculum, das ich dann einem Personalchef sozusagen zeigen kann und dann wahrscheinlich größere Chancen habe, einen guten Platz zu bekommen. Das sagt der Unternehmer und Betriebsberater Dieter Knoll. Das heißt, da ist viel Erfahrung dahinter. Du hast ja auch selber im Immobiliengewerbe gearbeitet, da bist du immer noch tätig. Nach der Interconsul gab es die Knoma. Auto, Import, Export, ich glaube, das läuft nicht mehr so gut, oder? Nein, wir haben sehr gut gearbeitet. Das heißt, wir haben bis 92 haben wir die Autos importiert, aus Deutschland hauptsächlich. Und dann nach 92, als die Lira in den Keller gegangen ist, haben wir mit dem Exportgeschäft angefangen und dort konnte man eigentlich jedes Auto, das vier Räder hatte, ist gleich welche Marke, sehr gut verkaufen. Also war wirklich ein Boom. Wir haben dort Zeiten gehabt, wo wir 6.000 Autos verkauft haben im Jahr und das ist eine ganze große Menge. Heutzutage ist es so, die EU hat verordnet, dass zwischen die Preise der Autos innerhalb der EU-Mitgliedstaaten nicht mehr wie 12% Unterschied sein darf, bereinigt von der Mehrwertsteuer selbstverständlich, weil der Mehrwertsteuersatz ist unterschiedlich. Das heißt, es ist für den Käufer aus einem Land nicht mehr so interessant, aus einem Billigland zu kaufen. Es gibt immer noch sehr gute Gelegenheiten, nur ist das Spektrum hat sich erweitert. Wir hatten früher unsere traditionellen Länder, waren Italien, Frankreich, Spanien. Heutzutage selbstverständlich gibt es auch Polen, gibt es Ungarn, gibt es Rumänien, die auch interessante Autos haben, aber ist sehr, sehr aufwendig. Und man musste dann auch Sprachproblemen und dann musste man sozusagen mit vielen, vielen Ländern kommunizieren, was heute eigentlich fast nicht mehr möglich ist. Knoma, so heißt die Firma, steht für Knoll und Massona, Reinhold Massona, der ehemalige Messedirektor. Jetzt seid ihr dabei, dem Land einen Bürokomplex zu verkaufen oder dabei ihn zu errichten, wenn ich richtig informiert bin, da hinten beim alten Bahnhofsgelände. Ist das das Geschäft des Dieter Knoll, mit dem er seine Leidenschaft finanziert? Ja, jetzt muss ich sagen, also die Leidenschaft finanziert habe ich auch aus meinen Einkünften, hauptsächlich aus der Knoma, auch aus dem Baugeschäft. Aber ich glaube jetzt in den letzten 2-3 Jahren, Gott sei Dank, seit wir die Ebel sozusagen in die Ebel eingestiegen sind, hat sich die finanzielle Situation des Hockeyclubs verbessert. Und wir sind jetzt langsam daran, einen Break-Even-Point zu erreichen, das heißt eine Plus-Minus-Null. Und das heißt, dass ich seit 2-3 Jahren eigentlich, Gott sei Dank, eigentlich, ich kann mir es auch nicht mehr leisten, muss man auch sagen, kein Geld mehr in den Verein reinstecken musste. Damit wären wir beim Eishockey und beim HC Bozen. Zum 30. Geburtstag, zu deinem 30. Geburtstag, gab es eine Fete. Da war unter anderem ein gewisser Michel Ebner dabei, auch ein Toni Bichler. Und die haben gesagt, du, was machen wir mit dem Hockeyclub Bozen? Den muss jemand übernehmen, das geht so nicht weiter. Und dann hast du dir überlegt, was könnte ich eigentlich machen? Oder sehe ich das falsch? Ja, also ist nicht ganz so. Okay. Also, wir haben mit Michel Ebner, verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen und er war damals Präsident von Hockey Club Bozen, 1983, und hat dann mich gefragt, ob ich Lust hätte, in den Verein einzutreten, als Mitglied. Ich habe gesagt, ja, ich bin dort von der Universität zurückgekommen, habe in der Zeit, wo ich weg war, habe ich mich nicht um Eishockey gekümmert. Als ich wieder da war und 1979 die Interconsul und auch die Knoma gegründet habe, habe ich mir gesagt, ja, ich könnte das ohne weiteres machen. Ich war immer so neu im Eishockey. Und ich bin eingestiegen. Leider ist dann der Michel Ebner, dort war noch sehr, sozusagen, das ein angespanntes Verhältnis auch im Verein zwischen Deutsch und Italienisch. Zwei Drittel Italiener, ein Drittel Deutsch. Und der Michel Ebner ist ein sehr gerader Kerl,
und dem haben sie einfach zu viel geärgert und einfach Sachen gemacht, die er nicht gut geheißen hat. Und dann ist er bei einer Sitzung im Hotel Mondschein, kann mich gut erinnern, ist er aufgestanden und ist gegangen. Und der hat zu mir gesagt, komm, wir gehen. Ich bin aber sitzen geblieben. Das war vielleicht ein großer Fehler. Denn wenn ich gegangen hätte, dann hätte ich sozusagen die Hockey nicht so miterlebt und hätte auch für Hockey nicht so gearbeitet und hätte auch nicht viel Zeit verloren, Geld verloren und so weiter. Das wäre vielleicht, mein Leben hätte sich anders entwickelt. Mittlerweile ist es November geworden, im Privatjahresrückblick 2018. Last but not least war dort zu Gast Karin Peratoner. Eine junge Frau, die einen Großteil ihrer Karriere bereits hinter sich hat, und zwar als Topmodel und Schauspielerin. Ein bewegtes Leben, über das ich mit ihr gesprochen habe. Es war ein Scout in Mailand von einer Modelagentur in Tokio. Mhm. Die haben gefragt, ob es mich interessieren würde, dorthin zu kommen. Die haben mir einen Vertrag angeboten. Den musste ich logisch alles lernen. Es war auf Englisch, in keinem Wort verstanden. Meine Agentin wollte mich nicht fahren lassen, die Agentur, bis ich nicht alles gelernt habe. Durchgestöbert, okay, mit einem Wörterbuch und bin dann nach Tokio, ja. Mit 18, 19? Mit 18, ja, knapp 18. Gerade 18 geworden, einen Monat vor. Bin in das Flugzeug, bin dort ausgestiegen und habe mir gedacht, wo bin ich denn? Das ist eine ganz wieder andere Welt, ne? Ja, wieder ans Telefon mit der Mami in Tränen. Ich sage, ich bin in einer anderen Welt und ich fühle mich da nicht wohl. Ich will wieder heim. Aber dann? Dann habe ich meine Agentur angerufen und die hat mich auch unterstützt. Ich habe gesagt, wenn es gar nicht passt, probier es. Wenn es gar nicht passt, kommst du wieder nach Hause. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich will, brauche ich ein Flugzeug ein und wieder heim. Ich war fast 3 Jahre dann dort und habe zum Glück eigentlich jeden Tag gearbeitet. Und das war schon lustig. Die Agentur hat mir einen Zettel gegeben. Da ist gestanden, U-Bahn Shibuya aussteigen, Exit Nummer 3. Geradeaus 100 Meter bei der Mitsubishi Bank links, vierte Haus rechts, beim Sapporo-Restaurant nochmal abbiegen und so haben wir meinen Weg finden müssen. Das war dein Navi sozusagen. Ja, genau. Ja, genau. Heute wird es leichter. Heute geht es leichter, das stimmt. Du, und warum ist es dort besser gegangen oder warum warst du dort so erfolgreich im Vergleich zu daheim? Hat das einen Grund? Ja, ich glaube, meine Größe. In Mailand war ich einfach zu klein und in Asien war ich ja krass. Und ja, ich habe ihnen als Typ gefallen. Ich habe drüben viele Kampagnen auch gemacht für Firmen dort, zum Beispiel für die Triumph. Habe ich dann einen Vertrag gehabt, die deutsche Unterwäschefirma, habe asiatische Kampagnen gemacht. Und, ja. Fotoshootings und Filme, auch Werbeclips. Werbeclips, Fotoshootings und ganz viele Kataloge. Manche Modeschauen, gleich wie man Mailand, London, Paris macht, aber halt für Asien. Und was verdient man da? Viel. Kann man das sagen? Echt? Ist das ein gut bezahlter Job? In Asien eigentlich ist heute auch noch der einzige Ort, wo ein Model einen Vertrag kriegt. Logisch, außer du bist ein Supermodel und kriegst einen Vertrag mit Lancôme oder jemand. Ja, ich habe damals mit 18 einen Vertrag für $20,000 für die 2 Monate gekriegt. Alles bezahlt, Flug, Unterkunft. Und dann plus jeder Job, das war noch extra. Und so ein Job hat so $2,000 am Tag gezahlt. $2,000? Ja. Nicht schlecht, vor allem für die damalige Zeit. Ja, und mit 18 habe ich ja vorhin einen gewöhnlichen Gehalt gehabt beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, bin in Mailand ausgestiegen, wie meine Eltern geholt gehabt haben. Dann sagst du, wie ist es gegangen? Und ich gesagt, Mami, Geld. Ich brauche Geld mit. Da war ja kein Online-Banking und so. Ich habe das einfach nicht gewusst, dass man da nicht gleich so mit Geld reisen soll. Ja. Für Cash sozusagen alles. Wunderbar. Du, und dort in Tokio, wo hast du da gewohnt? Zusammen mit jemandem allein, wie kommt man als 18-Jähriger in Tokio klar, wenn man da einfach so in die große Stadt muss? Weil es ist ja eine Riesenmetropole, also mit über 30 Millionen Einwohnern, wenn man jetzt den Großraum dazu zählt. Und ein Chaos sondergleichen. Ja, ich war ja nicht alleine dort. Da waren 4, 5 Modelagenturen. Jede Modelagentur hatte so an die 50, 60 Models. Und jeweils eine Wohnung mit 3, 4 Models. Ja, eine super, super Mitbewohnerin gehabt aus Kanada und eine aus Pennsylvania. Wir sind heute noch in Kontakt und die hat mir mit viel Geduld Englisch beigebracht. Also wirklich jeden Tag Wort für Wort. So, das ist ein Glas Wasser, das ist ein Glas Wasser. Und jeden Tag, sie war super. Du warst in Tokio auch genau in dem Moment, den wahrscheinlich ganz Japan nicht vergisst und du sowieso nicht und vielleicht auch viele andere Menschen, die
da waren oder zumindest in der Nähe. Im Januar 1995 bebte die Erde so stark, dass 5000 Menschen bei diesem Erdbeben ums Leben gekommen sind. Du warst in Osaka, ja, genau. warst in deinem Zimmer und hast alles. Den Eindruck gehabt, dass da Kosten jetzt auf die Umwelt. Es hat sich alles um so viel hin und her, es hat geschlagen, es war laut, alles ist runtergefallen. Und dann bin ich aus dem Bett zur Tür, ich habe die Tür nicht aufgekriegt, weil ich habe sie nicht einmal in den Hebel gewuschen. Dann hat es aufgehört, da waren ein paar Verletzte bei uns in der Wohnung und das Haus daneben war schon total zerstört. Aber ich war so, ich sage, job-driven. Wenn ich einen Job habe, dann gehe ich hin. Ob ich krank bin, egal was. Ich habe mir noch gedacht, jetzt muss ich zu meinem Job. Bin dann zum Zugbahnhof noch hin und unterwegs in der Galerie drin hat das Erdbeben wieder angefangen. Und ich bin gerannt, so schnell ich kann. Der Zug, logisch, der war entgleist. Das ist, hat man überall in den Fotos gesehen, ich hätte in dem Zug soll drin sein. Und viele Tote und ich bin aber trotzdem geblieben. Wir haben alle die Möglichkeit gehabt, dann zurück nach Hause zu fliegen. Aber ein paar von uns wollten bleiben. Und wir haben als Freiwillige ein paar Tage gearbeitet, einfach Trümmer zu entfernen und Kleider und Notwendiges auszuteilen. Und wir haben alle mit dem Passport an uns aber geschlafen. Ich habe gedacht, wenn etwas wieder passiert, dann wissen sie wenigstens, wer ich war. Du bist dann nach Sydney, da warst du dann schon 2021 ungefähr und hast auch dort gearbeitet. Dann kam Hongkong, dann kamen die Philippinen, Singapur, Taiwan, Malaysia, alles ungefähr in der Reihenfolge oder vielleicht auch ein bisschen, bisschen verschoben. Auf jeden Fall mit gerade mal Anfang 20 in der großen, weiten Welt unterwegs. Nie Heimweh gehabt? Doch, viel. Schon? Ja. Und da hat es ja auch nicht Handys gegeben und WhatsApp und Facebook, wo man mehr in Kontakt war. Da war es, ja, Briefe schreiben. Mami, Petra, meine Schwester, ich vermisse euch und hoffentlich komme ich zum nächsten Geburtstag. Und man hat jeden Tag in das Postkasten geschaut, ob ein Brief von zu Hause ankommen ist. Und, ja. Aber im Nachhinein ist das sicherlich die wichtigste Erfahrung in deinem Leben, oder? Das Reisen, dass die ich das mache. Die Auslandsaufenthalte. Ja, nimm mir mal an, Fall. So ja. denke ich mir. Ich habe so viel gelernt, so viel gesehen. Und ich tat es ganz klein nochmal, ganz gleich. Ja. Das war er, der Privatjahresrückblick 2018. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Jahresausklang und vor allem ein ganz tolles und spannendes 2019. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Guten Rutsch.